Ich glaube, klappt so, ne? So eine Pfeife, ey. Ja. So, willkommen zu einer neuen Folge Angeln mit Stil. Ich bin heute mit dem Michael unterwegs, denn der Michael hat unser letztes Video gesehen. Ja. Und er sagte wieder, kann ja nicht sein, dass du ein Tattoo brauchst mit 1,10 Meter Fisch. Wir beide gehen los. Und wir haben nicht lange gefackelt. Was sind da jetzt? 5 Tage später sind wir los, ne? Ja, ja. Ja, 5 Tage. Passt zeitlich super, ne? Ich habe mir Urlaub genommen. Wir sind gerade losgefahren, mega windig. Jetzt stehen wir hier, jetzt ist der Wind so langsam weg. Das geht, ne? Ja. Und während wir am Aufbauen waren und ich dann schon einen Abriss hatte und Katastrophe, hat er dann schon mal 2 Fische gefangen. Ach, das wollte ich noch gar nicht erzählen. Egal, jetzt wisst ihr es. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit dem Film und drückt mir die Daumen, dass ich auch noch einen Fisch kriege. Der Michael hat schon gut vorgelegt. Das wird ein geiler Tag. Krass schön. Alles klar, Film ab. Ja, so. Das war jetzt, ja. Du bist mit mir unterwegs. 100%. Ja, versuch mal. Das war ins Leere. Wahrscheinlich schwimmt er schon nach hier hin. Ja, das läuft. Ja, das ist schon, das war bestimmt der erste 1,10 Meter. Und so durchgeschnitten sieht er aus. Nein. So, nach dem ersten Drama. So langsam wird's heller. Hast du was dran? Wenn er noch steht, das ist immer gut, da freut sich die Frau. Ach, nicht dein Ernst. Haben wir den ersten Fisch dran? Jawohl. Petri. Schön. Ja, Michael, das ging relativ schnell. Ja. Mal ein bisschen an Größe arbeiten, der Dennis 1,10 Meter kriegt. Aber da kriegen wir schon hin. Ist das jetzt dein Ernst? Ich bin auch gerade fertig mit Aufbauen und du hast schon wieder einen dran? Ja, tut mir leid. Ja, das darf dir auch leid tun. Ich habe dir ja sogar mitgeholfen beim Aufbauen. Sonst fährst du ja immer noch zu lange. Du kommst ja wie so ein Bauer. Ja, das ist so, ne? Direkt Montagen kaputt und alles. Ich hab's drauf. Ja, gehen wir gleich wohin. Hängt er? Ja, oh, ja. Das sieht gut aus. Auch ein kleiner, sagt er. Das hat der andere gerade gehabt. 80 oder so. Ja. Der ist auch nicht los. Zu spritzig. Beschwer dich ruhig. Mach ich doch. Aber ist gut, dann fange ich dir die vor der Nase weg. Die große kommt dann hier. Hoffe ich. Jawohl! Ja. Petri! Danke dir! Schön! Ach hier, Drillinge sind raus. Drillinge sind raus, so soll es doch laufen. Besser geht's ja gar nicht. Einen schöneren Quick Release gibt's nicht. Schön! So sieht man das gerne, läuft doch! Petri! Ja. Danke! So, Michael, wir haben jetzt gerade 2 Fische in Boot gekriegt. Ja. Und du bist schon wieder so nervös an den Routen gegangen. Ich muss ja alles so ein bisschen, ja, das muss einfach perfekt sein. Ne? Das ist ja nicht nur ja, Plumpsangeln oder wie auch immer. Das muss schon funktionieren. Sonst
ist das Endergebnis nicht das, was wir haben wollen. Und das ist in meinen Augen heute mindestens 10,10 Meter auf deinen Routen zu kriegen. Aber ich merke das schon, ich finde das sehr interessant. Während ich die Sachen da einfach rauspfeffer, achtest du schon sehr, sehr viel auf kleinste Details. Das finde ich sehr spannend. Ja, muss. Muss. Du kannst jederzeit damit rechnen, dass auch 1,25 Meter, 1,30 Meter beißt. Und dann muss das einfach perfekt sein. Ne? Ja. Du kannst da. Es ist keine Polderangelei. Wo, ja, ja, klar kann man da auch 1,20 Meter plus fangen oder so, aber wenn man das oft macht mit den großen Fischen, dann kann eine Kleinigkeit fatale Auswirkungen haben und das muss nicht sein. Richtig so. Ne? Nö. Ja, Dennis, komm, jetzt streng dich aber mal an, ne? Steht, ne, jetzt geht's runter. Ja, der sitzt doch. Wunderbar. Ja, fühlt sich auch noch ein Fritter, zittert zu sehr. Aber ja, das Gewicht ist gut. Ja, und dein erster Deathbait-Fisch vom Boot, ne? Nee, nicht ganz. Wir waren schon einmal los, aber da war was Schleppen. Das lief echt gut. Ja, Schleppen ist was anderes. Mit Köderfisch, ne? Ah, okay. Das meine ich. Oh, ja, das fühlt sich nicht schlecht an. Kescher kriegst du hin und alles? Ja. Ich habe schon mal geangelt, hab ich gehört. Habe ich heute noch nichts von gemerkt. Also kam mir heute Morgen vor, als wenn du blutiger Anfänger bist. Oh, 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 oh! Alter! Oh. Was ist mit ihm denn? Doch, ich glaube, der ist doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, der braucht ja nur 1,10 Meter haben. Dann bin ich glücklich für heute. Oh, Junge, das auf jeden Fall wird es 90 Meter haben. Oh, schöner Fisch. Ja, doch. Ja. 90 Grad also, ne? Ja. Oh, noch ein Stück. Ja, komm, komm. Petri! Ja, freue ich mich. Lass nicht den Kescher. Ja. Den guten? Ja, 94. Ja, guck mal. Petri. Petri da. Ja, Dennis. Ja. Gewicht hat er, Kampfkraft hat er auch gehabt. Schönes Tier. Ja, auf jeden Fall. Schön, dann schnell zurück. Ja, Dennis. Was hast du da angestellt? Ich gar nichts. Das ist von dir gerade. Jetzt weißt du auch, warum ich immer so viele Vorfächer mit habe. Weil man die, ja doch, Tatsachenkraft mal braucht. Das sieht gut aus. Satans, wie habe ich das hingekriegt? Weiß ich nicht, aber zwei Montagen ineinander, obwohl die komplett woanders lagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit, ne? Ja. Da kann ja nicht sein, dass ich alles für dich machen soll. Ja, dann, ja. Aber eins können wir schon mal befreien hier. So, gucken. Machen wir da erstmal direkt ein neues Vorfach dran, dann haben wir nämlich eine Route schon wieder raus, weil das sind zwei. Wie viele Vorfächer von mir brauchst du denn noch? Alle. Ich hab doch nur 7 vorgebaut. Ja, wie viel habe ich jetzt verballert? Egal. Solange die nicht im Fisch liegen. Aber gebraucht hast du ja schon mehr. Aber den Fisch, also jetzt für die Zuschauer, den Fisch haben wir direkt zurückgesetzt ohne Kamera, da wollten wir jetzt nicht noch mit rumtüdeln. Aber geil. Stimmt. Läuft. Ja, guck mal, schon auseinander. Hä? Wie? Hä? Ja. Zauberei, Junge. Wie machst du das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Gut, dann ab. So, ihr seid gleich wieder da, wenn wir wieder am Angeln sind. Das dauert auch eine halbe Stunde. Ja, bei dir wohl. So. Es ist gar nicht mal so kalt, wie man denkt. Es ist gar nicht so kalt, wie man denkt. Nee, es ist wirklich nicht. Also es ist heute tatsächlich echt warm. Ich habe die große Jacke gar nicht mal an. Was heißt warm? Wir haben 4, 5 Grad um den Dreh, ne? Heute Morgen war echt heftig windig. Da haben wir die Kamera aber noch nicht angemacht. Aber da waren wir ja auch noch am Aufbau und alles. Und jetzt komplett der ganze Wind weg. Ey, richtig schön. Leichte Sonne, die hier kommt. Also das ist Angeln. Das ist Romantik, würde ich schon fast sagen. Wenn das nicht so witzig wäre. Junge, den Blick hättet ihr sehen sollen. Wie so ein Prairie-Dog, Alter, wie er sich umgedreht hat. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt nach dem dritter Fisch schon, wir sind gerade angefangen. Auf jeden Fall haben wir da jetzt schon die Ruten jetzt wieder raus und jetzt genießen wir den Sonnenuntergang. Er will jetzt endlich sein Käffchen trinken, was er irgendwie schon vor einer halben Stunde angekündigt hat, noch immer nicht geklappt hat. Also, dann drück uns mal die Daumen, dass Michael jetzt ein bisschen Ruhe bekommt. Also wir sind gerade der Meinung, dass wir was gesehen haben bis, und das haben wir auch beide gleichzeitig gesehen. Aber als wir aufgestanden sind, hat es aufgehört. Wir gucken jetzt aber mal eben, halten das eben im Auge. Nicht mehr, würde ich sagen, oder?
tut sich nichts, ne? Nee. Vielleicht einer gegengeschwommen oder einmal aufgehoben. Die Hechte packen die ja mal gerne an und lassen sie wieder fallen. Den habe ich mir vorhin zugezogen. Ja, nee, dann setzen wir uns wieder gemütlich hin. Vielleicht darf er jetzt seinen Kaffee trinken. Hast du deinen Kaffee jetzt endlich genommen? Nein. Hast du nicht? Dann mach ich jetzt. Ich habe es endlich geschafft, mein erster Kaffee. Der sei dir gegönnt. Knolli, der macht mich fertig. Du hast doch ein Biss. Was? Guck. Ach du Scheiße, hier nimm die Kamera. So viel zum Thema Kaffee. Aber heute in der Folge schafft Michael es, einen Kaffee zu trinken oder nicht? Zumindest habe ich schon mal eingegossen. Nee, ne? Ja, aber ja. Machst du nichts dran. Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob dein Tattoo, wenn er das hier werden sollte mit deinem 1,10 Meter plus, ja, ob das auch 1:1 auf deinen Körper kommt, weil Fläche ist ja genug da. Ja klar, dann muss ich den, unten dann muss ich, ausrollen. Müssen wir jetzt auf Stichlinge gehen oder irgendwie sowas. Naja. Grundwellen. So, jetzt trink endlich deinen Kaffee. Ich will den Kaffee auch vorne machen. Mach doch deinen Kaffee. Du Arsch. So, schaffen wir das? Oh, er hat es geschafft. Aber guck mal auf deine Pose. Die Pose hat auf jeden Fall Viagra. Das kann man. Ich trinke immer noch meinen Kaffee. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe, die Tasse mal auszukriegen. Du kriegst auf jeden Fall gleich so ein richtig schönes Erfolgreichshorn hinten drauf. Im Video. Danke. Erfolgreichshorn? Ja, das ist dieser Sound wie in so einem Videospiel, wenn man einen Kampf gewonnen hat. Das mache ich damit rein. Gut, da kenne ich mich nicht mit aus. Das habe ich. Das machen wir meistens, wenn wir einen Fisch gefangen haben und Daumen hoch machen. Okay. Genau. Du hast vorhin einen Fisch gefangen? Ja. Und. Oh, warte. Entschuldigung. Scheiße, jetzt ist der Sitz kaputt. Das hat der Düsenantrieb. Ich habe noch einen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber schöne Kaffeeaufnahme, siehst du wohl. Jetzt hast du deinen Kaffee getrunken, jetzt werden keine Fische mehr. Das ist auch besonders gut. Ja? Das ist schön. So, wie viel Uhr haben wir es? 20 nach 10. Das heißt Spotwechsel, weil sich nichts mehr tut. Eine Stunde kam jetzt hier gar nichts mehr, kein Biss, gar nichts. Konntest du aber Kaffee trinken? Ja, kann jetzt fast leer, glaube ich. Dann würde ich sagen, Sachen einräumen, Attacke. Dann sehen wir uns am nächsten Spot. Machen wir so. Junge, ist das kalt, Leute. Oh, die Kamera ist auch ein bisschen nass, wa? Ich weiß nicht, ob das hilft. Nee, das hat nicht geholfen. Das ging da hinten los. Guck dir mal an. Voll gesifft. Ja, Satans, ey. Wind ist wieder gut aufgezogen. Wir sind ja gerade hergefahren. Jetzt ist kalt. Es ist gar nicht so kalt, wie man denkt. Und das Schlimme ist, wenn du da am Fahren bist und der ganze Fahrtwind, ne, und dann ziehst du dir die Sachen hier zu und der ganze Wind zieht da dann rein. Schön um die Schläfen, schön ums Gesicht. Ist wie Gehirnfrost, kennt ihr, wenn ihr zu viel Eis gelöffelt habt, zu schnell. Aber wir sind jetzt am nächsten Spot. Jetzt hauen wir gleich schnell die Routen raus. Wir suchen noch eben kurz den Punkt, wo wir uns hinstellen. Und dann hoffen wir, dass wir gleich ein paar schöne Fische für euch haben. Oder für uns. So, bis gleich. Ja, die war definitiv weg. Und jetzt ist sie wieder da. Aber jetzt wandert die doch nach links, oder meint das noch? Wir werden es sehen. Es sieht so aus. Ja. Nix. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Aber Fritte, glaube ich. Also der macht sich gerade auf. Ja, ja, Fritte, ne? Jawohl. Das ist doch mal eine Krokette, ne? Fritti. Der Fisch noch im Kescher, jetzt hat er einen. Der Fisch ist aber im Wasser, das ist gut. Ja, das ist nicht dein Ernst, oder? Haben wir jetzt zwei im Kescher? Das haben wir nicht. Hängt? Oh, ich wollte gerade sagen, Glück gehabt. Dann können wir jetzt uns um den Fisch kümmern. Ja, damit. Ja, schaut euch das Biest an. Wir messen den gleich mal eben. Und dann kann er auch schnell zurück. Mein Gott. Ein richtig schöner Fisch. Da wir den Fisch ja natürlich schnell versorgen wollten, mussten wir eben eins der Drillinge abkneifen.
Hat aber gut geklappt, jetzt brauche ich auch schon wieder ein neues Koffer. Soll doch anders sein. Ich habe die, glaube ich, nur für dich gebaut. Jo. Du kommst auch wie so ein Bauer in den Porzellanladen hier rein. Nichts hat er mit. Einen Moment, ich habe alles mit. Du hast gesagt, lass die im Auto liegen. Das? Ja, weil ich dich doch kenne. Du kommst ja mit den letzten Plunder. Ich bitte dich. So, jetzt mal kurz für euch. Das war gerade ein schöner 1,6 Meter Fisch. Also wir kommen der Marke näher. Für mich, glaube ich, der erste Meter dieses Jahr. Ich meine, das Jahr ist ja noch recht jung. Und dann 1,6 Meter und richtig schönes Kalb. Schöner Fisch. Was machst du? Hast du Biss? Ja, bei ihm weiß man ja nicht. Also, ich versuche jetzt meine Montage wieder fertig zu machen. Eben im Vorfach wechseln und dann geht's weiter. So, wir haben Halbzeit. Das heißt, wir flezen uns jetzt quasi in eine windgeschützte Stelle hin und ich glaube, der Michael haut gleich den Grill an. So geht's auch. Das klingt schon mal richtig sexy, ja, ich Bock drauf. Und während wir dann gleich fein grillen, vielleicht geht hier noch der eine oder andere, aber ob hier was geht oder nicht, ich weiß es nicht. Wir sind definitiv jetzt ufernäher als vorhin, sieht man ja auch an den Bäumen im Hintergrund. Und vorhin waren wir halt mitten auf dem See, wo alles drauf gepestet ist und hier haben wir gar keinen Wind. Das heißt, vielleicht könnt ihr uns auch hören. Ich habe keine Ahnung, wie der Sound nämlich am Ende wird. Oh ja, mein Gesicht sollte ich auch drauf machen. Egal. Also, wir futtern jetzt und ihr seid wieder dabei, wenn ein Fisch kommt. Und bis dahin seht ihr jetzt ein paar schöne, attraktive Wurstbilder. So, während jetzt, oh hier, ja, man merkt schon, der Grilldampf, der zieht hier lang. Also, da kann ich mal kurz was erzählen. Das Ziel ist ja von, oder Michael hatte die Idee, dass wir den 1,10 Meter fangen. Ich meine, mit solchen Gedanken gehe ich gar nicht ans Wasser. Ich bin froh, wenn wir Fisch haben. Das war ja sehr schön, aber trotzdem finde ich das geil, wenn man sich so Ziele steckt, nicht weil man sie erreichen will, sondern einfach weil man Ziele hat, die man gehen kann. Ne? So immer auch Ziele stecken, die man eh nicht erreicht. Und ja, du lachst halt. Aber wir arbeiten uns gerade echt voran. Ne? Die ersten Fische waren, was waren die? So 80. Ne? Dann hatten wir 94, dann fehlten noch 16 cm. Jetzt haben wir 1,06 Meter, war das? 1,05 Meter oder 1,06 Meter, ja, dann fehlen halt noch 4-5 cm. Ja, mal gucken, ob gleich noch was kommt. Aber jetzt kommt erstmal Fleisch in anderer Form. Normalerweise ist es ja so, wenn man was am Essen ist, dann beißen die Fische. Aber hier lassen die uns im Stich, weil hier ist das wahrscheinlich zu bequem. Hier ist das windstill, hier ist das angenehm, das ist nicht kalt. Der Grill ist an, das ist wahrscheinlich zu traumhaft, als dass er jetzt zu schön für die Fische, als dass sie nerven. Drückt uns die Daumen, vielleicht kommt da einer. Du filmst auch jeden Scheiß. So Leute, Mittagspause ist durch. Wir haben jetzt nichts gefangen, keine Bisse gehabt. Die Fische haben auch wohl Mittagspause gemacht, obwohl dann hätten sie was essen sollen. Und jetzt fahren wir wieder in den Sturm. Und da holen wir uns jetzt ein paar Fische. 1,10 Meter Ahoi, bis gleich. Und wir haben gerade wieder schönes Drama erlebt, ne? Auf jeden Fall. Du wolltest erzählen oder soll ich erzählen? Erzähl das mal. Also, wir den Grill abgebaut, dann wollten wir losfahren, geht der Motor nicht. Die Talons waren schon raus. Ja, Motor geht nicht. Er hat natürlich Überbrückungskabel geholt. Er hat ja nur irgendwie eine von den 27 Batterien, die im Boot verbaut sind, hat er dann genommen als Überbrückung. Und dann wollte er auch die ganze Zeit nicht. Irgendwie wollte das Überbrückungskabel wohl nicht richtig. Ja, mein Gott. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass wir am Treiben sind. Und dann waren wir schon auf so einem Teil am Zutreiben, wo wir uns gerade so von Abstoß konnten im letzten Moment. Und dann ging auch irgendwann der Motor an, dann konnten wir weiterfahren. Ne, aber wahrscheinlich müssen wir immer gleich nach Hause fahren. Nach dem Spot hier müssen wir nochmal überbrücken, denke ich. Weil die Batterie oder die Lichtmaschine hat wohl einen weg. Ne, Michael? Ja, solche Sachen passieren nur mit Knollo. Denn da läuft immer alles schief. Ich habe das vorprophezeit, aber er wollte mir nicht glauben. Und ich wusste, dass sowas passiert, denn als ich heute aus dem Haus gestiegen bin, ist mir direkt eine Katze vor die Füße gelaufen. Ihr wisst Bescheid. Aber andererseits, von dem Fang her läuft das heute echt mega geil. Also, wir sind gleich wieder da, wenn wir Fisch haben. Nee. Also, du hast jetzt einen Biss? Ja, ich habe auch. Und bei mir sind wir unsicher, oder?
Was war das? Nee, ich habe nicht hingeguckt. Warum hat sich die Köder gemacht? Ja? Ich, also die Kamera war drauf, aber ich habe nicht hingeguckt. Oh scheiße, der Akku ist gleich leer. Der ist noch dran. Der zieht sich mal ab. Oh yeah. Also hier lädt man Sachen. Problem, auf der anderen Route ist einer drauf. Auf welcher? Da ist auch noch ein Fisch drauf? Ja, ja. Ich hatte nicht hier den Biss auf der anderen. Ach du Scheiße, soll ich eben nehmen? Oh Scheiße. Nee, da hängt einer dran. Ach du Scheiße. Doppeldrill. Ja, wir haben hier jetzt Doppeldrill. Ich werde bekloppt. Auch nicht so verkehrt. Ja. Halt mal zurück, komm mal mit der Kamera rein. Oder was ist hier los? Doppeldrill, beide Routen drin. Wir müssen jetzt eben ausmachen. Ja. So, wir haben sie jetzt gerade beide abgemacht. Die beiden müssen aber auch jetzt schnell zurück. Also, zurück damit. Was ein Drama doch. Aber die gehen auf deine Kappe, denn die sind beide an deiner Route passiert. Nummer 1 ist zurück. Okay. Der kam hinterher, da habe ich gesehen, wie er sich die Köder gibt. Das ist doch bekloppt, ey. Und du wolltest dir die Route nur weglegen, damit du die andere eben nutzen kannst? Genau. Ich hab das gar nicht verteilt. Und dabei waren das an meinen Routen, dachten wir, da ist nichts. Die sind nochmal an derselben Stelle, ne? Schwarm. Petri! Danke! Zwei Fische auf einmal, geiler Typ, ey. Schwarmfisch, sagt er. So, Leute, das letzte Stündlein hat geschlagen. Wir haben uns nochmal versetzt. Nach dem Doppeldrill auf Michael seinen beiden Routen lief nichts mehr und wir hoffen, dass wir jetzt hier noch was haben, aber es sieht so langsam so aus, als kommen wir dem Ziel nicht näher. Das macht aber nichts, denn der Tag war schon mal mega geil. Jetzt haben wir noch ein letztes Stündchen, gucken wir mal, ob noch was geht und vor allen Dingen, ob der Akku überhält, letzte Batterie und nur noch ein Balken. Deshalb sabbel ich nicht lange weiter. Wir hoffen, da geht noch was. Tschüss. Nee, mach so. Oh, der steht stramm. Soll ich dir den Kescher holen oder kriegst du selber? Und auch wieder schön vorne gehakt, ne? Alle. Hoppa! Das ist ja mal geil! Hoppa, besser geht's doch gar nicht. Quick Release! Ja, da war jetzt der zweite, der so abkickt. Wahnsinn, alle sind knapp vorne gehakt heute. Weiß nicht, spitz. Ja. Dann kann er direkt wieder zurück, oder was? Ja, sicher. Ja. Petri! Tschüssi! Bring deine Geschwister vorbei, Keule. So, jetzt zum Abschluss kommt doch noch mal was. Ja, Hauptsache. Hauptsache. Hauptsache Fisch. So, glaube ich, wirklich der Kleinste heute, oder? Ja. Ja, doch, guck mal, der hat aber auch 70 genommen. Ja, ja. Aber alle vorne gehakt, ey. Ja, schön. Nochmal schön kleinen Feierabendfisch. Aber ein paar Minuten haben wir ja noch, ne? Wollte ich gerade sagen. Eine Viertelstunde können wir noch machen. Ja. Siehst du das? Der geht wieder ab. Also haben wir doch. Eieiei. Stellt sich auf jeden Fall gut rein. Ja, Petri! Was geht denn jetzt ab, ey? In den letzten paar Minuten noch. Ja. Oh, schaut euch das an. Nochmal einen schönen Meter 1 zum Abschluss. Ja, wer weiß. Oh, der will bocken? Nein. Wir haben noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten. So, andere Richtung. Schön, jetzt darfst du spielen. Und direkt alles gut. Ja, lieber Michael. Ja. Das war ja mal ein richtig, richtig geiler Angeltag. Richtig erfolgreich, zumindest für mich. Ich sag nichts. Da habe ich meine 9 Fische, davon 2 Meter. Also ganz ehrlich,
für mich ist das eine Ausnahme, richtige Ausnahme. Und das war ein richtig toller Tag. Viel gelernt, viel gelacht. Ja, danke. Viel kaputt gegangen. Das ist kleine Schäden halt, ne? Gehört dazu. Ich hätte mir den 1,10 Meter erwünscht für dich, aber nächstes Mal hoffe ich. So habe ich noch wenigstens Ziel vor Augen. Ja, vor Augen. Ich freue mich auf jeden Fall. Das zerstöre ich noch dein Ziel. 2 Meter hätte ich dann an einem Tag, habe ich jetzt einmal in meinem Leben gehabt. Jetzt war das 2. Mal. Ich bin begeistert. Ich bedanke mich bei dir für den schönen Tag. Gerne, gerne. Und ich hoffe, wir machen das nochmal wieder. Kriegen wir hin. Super. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann lasst mal einen Daumen für ihn da. Oder für ihn. Nach oben bitte. Und wir sehen uns. Tschüss. Ciao.